Hallo zusammen, willkommen bei JG Bonsai, neues Video. Ich bin draußen, die Sonne scheint, es ist mega Wetter, schon ein bisschen länger. Und heiße Rehtemperaturen sind eingetroffen und die Bäume spüren das. Und darum habe ich hier ein paar Bäume aufgelistet, weil wir werden heute das erste Mal C4 geben. C4 Bionic, das ist so ein Frühstartdünger. Das ist der Nachfolger von TNT Starter Gold. C4 Bionic gebe ich zum ersten Mal. Ich kenne den Vorgänger logischerweise, den kenne ich sehr gut, schon mehrmals getestet, schon mehrmals verwendet. Das ist der TNT Starter. Basic Line oder Gold spielt keine Rolle, diese kenne ich. Aber diesmal ist das erste Mal, wo wir C4 geben, C4 Bionic. Und ich dachte, komm, ich nehme euch mal mit. Zeige euch, was der Unterschied ist, wie man es gibt und warum, dass ich das gebe. Ich verkaufe ja nur diese Produkte in meinem Online-Shop. Das heißt, ich verkaufe ja nur das Dünger und die Produkte von Claudio Bonsai. Warum mache ich das? Weil ich einfach von meiner Seite mit diesem Dünger die beste Erfahrung gemacht habe und es für mich momentan das Beste auf dem Markt ist. Und das war der Entscheid, warum dass ich das in den Shop wollte und dementsprechend auch verkaufe und kein anderes Dünger. Wenn es mal etwas Besseres gibt, wenn es mal etwas, wo ich merke, das ist noch besser und effizienter, dann kann es gut möglich sein, dass ich das im Shop austausche. Aber momentan ist es das Beste und darum habe ich es im Shop drin. Was sind die Vorteile von diesem C4 Bionic im Vergleich zu anderem Dünger? Das probiere ich mal in ein paar Sätze zusammenzustiefeln und so zu zeigen, warum dass ich dieses Produkt verwende. Früher habe ich natürlich anders gedüngt. Früher, bevor dass ich das von Claudio entdeckt habe, habe ich natürlich mit solche Würfelchen, ihr kennt die sicher alle, ich will keine Marken nennen und so, aber ihr kennt die alle sicher, diese Würfelchen. Ich hatte für im Frühling, Sommer habe ich die draufgesetzt und im Herbst habe ich andere Würfelchen, andere japanische Würfelchen, die sind so rund und ein bisschen dicker, fängt mit H an und das war eigentlich das Dünger, wo ich immer verwendet habe, bis ich das von Claudio dann entdeckt habe. Es ist die Situation, dass durch das Wetter, durch die Temperaturen, durch die Sonne, ihr seht, hey, ich habe nonstop Sonnen, trotz dass ich sie im Schatten habe, sie bekommen dann ab Nachmittag aber trotzdem Sonne und ja, ich kann sie nicht verstecken und das muss man auch nicht und aus diesem Grund haben sie halt schon angefangen zu treiben, einzelne, unsere früher Starter wie der Ahorn, der hat natürlich angefangen zu treiben. Sobald das bei mir die Bäume anfangen zu treiben, dann werden sie auch gedüngt. Und aus diesem Grund brauchen sie auch diese Unterstützung und diese Energie, die sie ja durch den ganzen Winter verloren haben oder verbraucht haben. Und dementsprechend brauchen sie diese Energie, diese Unterstützung. Plus ist es so, dass ich im Mitte Februar, so im Februar, anfange, alle Kiefer zu düngen. Und auch früher eben habe ich das mit solchen Würfelchen gemacht. Immer alles mit solchen Würfelchen gemacht. Und was ist die Problematik? Damit diese Würfelchen richtig funktionieren, da muss zuerst die Temperatur auch stimmen. Das heißt, es braucht eine bestimmte Temperatur, damit das Fermentieren eigentlich anfängt. Dazu ist es noch so, dass es Bakterien braucht, viel Wasser und eben die Temperatur muss stimmen, damit das Fermentieren anfängt, der Fermentierungsprozess anfängt und dementsprechend sich dann auch auflöst. Ich sehe viele Leute, die versuchen, das in Wasser aufzulösen, damit man es in flüssig geben kann und etc. etc. Weil wenn ich die jetzt drauflege, wenn ich jetzt die zum Beispiel neu mit drauflege, dann kann ich locker in 2 Wochen oder so nochmal kommen und die sind fast genau gleich. Das heißt, mein Baum hat fast nichts bekommen am Dünger und 2 Wochen sind vergangen seitdem. Und das Problem ist, dass das Bäumchen, das Bonsai, das braucht jetzt und nicht in einem Monat, weil wenn ich die jetzt draufsetze, bis die sich auflösen, bis die Wurzeln das aufnehmen, bis es fermentiert ist und alles drum und dran, obwohl diese hier sind vorfermentiert, aber desto trotz braucht es mindestens fast 14 Tage, bis das irgendwo mal bei den Wurzeln ankommt. Ist es nicht geeignet für uns im Winter hier? Wir haben kalt. Es gefriert über die Nacht. Das heißt,
heisst, die Würfelchen werden eingefrieren über die Nacht. Und dann, bis die irgendwie am Tag ein bisschen aufgetaut sind, damit sie sich auflösen können, wieder, kommt schon fast wieder die Kälte und die Minustemperatur. Also im Februar haben wir noch nicht solche Temperaturen, nicht einmal im März zum Teil, damit wir schon anfangen mit solchen zu düngen. Und darum ist es sicher nicht das geeignetste. Hingegen bei diesem C4 Bionic, das ist flüssig, wirklich flüssig, das wird mit Wasser gegeben und wird sofort aufgenommen vom Baum. Und das hilft und unterstützt und fördert und stimuliert den Baum, neue Triebe, respektive die Triebe, die schon rausgekommen sind, schneller zu reifen. Dazu kommt noch, dass der Inhalt von diesen Würfeln, diese hier sind universal für alles und schon da diese Mischung kann nicht stimmen. Hingegen die vom Claudio, die sind wirklich Bäume, die noch in der Entwicklung sind, die wir noch aufbauen müssen. Die Bäume müssen Äste bringen, die müssen sofort wieder parat sein, Energie haben und dann kann man nicht mit so einem Dünger kommen, wo dann noch lange dauert, bis es überhaupt im Boden drin ist etc. Und darum ist es für mich ganz klar, nach dem Testen habe ich den Unterschied sofort gemerkt zwischen solches Dünger und das, was wir heute oder was ich heute brauche. Und darum ist für mich kein Thema. Was das Gute ist auch an diesem C4 Bionic, es fördert und stimuliert eben den Wachstum von den Trieben, aber auch von den Wurzeln. Das heißt, im Gegensatz zu anderem Dünger, was immer heißt, ja, wenn man umgetopft hat, nicht düngen. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Ich habe ja die japanische Lärche umgetopft vor 2-3 Tagen. Und heute werden wir sie mit C4 Bionic gießen. Sie bekommt heute dieses Dünger schon, 4 Tage nach dem Umtopfen. Warum? Weil das extra für das gemacht ist. Das ist extra für das produziert worden, entwickelt worden. Das stimuliert und hilft den Wurzeln, sich schneller wieder in dem neuen Topf sich zu setzen und dementsprechend auch das Wachstum zu fördern, damit sie schneller wieder diese Wurzeln nachgeneriert, die wir alle weggeschnitten haben. Ich habe hier mal ein Feuerahorn, das ist mein Feuerahorn, ihr seht, wie er da schon, und der war im Schatten immer, klar, bekommt Nachmittag dann Sonne, aber ihr seht, wie der aussieht. Und jetzt viele Leute, ab dem Moment, wo sie merken, oh, er beginnt zu treiben oder er beginnt die Knospen anzuschwellen und dann versuchen sie alles Mögliche dies rückgängig zu machen. Das heißt, er beginnt schon zu treiben und dann stellt man sie in den Schatten, in den kältesten Ecken im Garten, damit ja nicht noch irgendwie der weiter treibt und versucht man das rückgängig zu machen. Das ist falsch. Man kann nicht etwas rückgängig machen, was schon angefangen hat im Prozess. Man kann den Prozess nicht mehr stoppen. Man muss das Gegenteil machen. Und das ist das, was wir eben machen. Wir unterstützen dem, so schnell wie möglich diese Triebe zu reifen. Warum? Weil reife Triebe sind resistenter als frische, junge Triebe. Also versuchen wir, so schnell wie möglich diese Triebe zu stärken, zu reifen, um der Hoffnung, dass er natürlich robuster gegen die Kälte, die vielleicht jetzt noch kommt im März oder was auch immer. Das ist der Weg, wo wir hier machen. Wenn es dann aber halt nicht der Fall wäre oder respektive wenn ich weiß, es wird dann doch zu kalt, dann muss man ihn halt reinnehmen oder man muss ihn frostfrei irgendwo hinstellen, damit er das zumindest nicht abbekommt. Aber falls er es abbekommt und die Blätter schon ziemlich reif sind, ist es immer noch besser als unreife, frische, neue Triebe. Das Produkt ist C4, he? Und das da hier war der Vorgänger. Den habe ich letztes Jahr gebraucht. Das ist der Nachfolger und den werden wir dieses Jahr einsetzen. Und wenn schon der gut war, dann wird das sicher Hammer sein. Ich nehme euch kurz mit, wie ich das mische, wie ich das gieße. Und so seht ihr es mit eigenen Augen, seht ihr es direkt, wie ich das gieße, wie auch die Lärche, die frisch umgetopft ist, das abbekommt. So werdet ihr dann auch die Resultate sehen in ein paar Wochen, dass es der Lärche immer noch perfekt geht oder bestens geht. Okay, das war's von meiner Seite. Ich mache jetzt die Mischung parat und gieße das. Ich wünsche euch einen ganz schönen sonnigen Sonntag.
guter Wochenstart und wir sehen uns bald beim nächsten Video. Vielen Dank, Karl. Ihr seid grossartig, die Unterstützung und die Community wächst und wir sind immer wie mehr und das macht so richtig Spass. Danke vielmals alle. Ciao zusammen. Scale, solo per salire se vale. Cosa ridi se mi fa male? Curare ferite col sale. Pare, pare su quello che ti piace. Giuro un po' lo odio, mi spiace. Pregherò di farti tornare. Ho il cuore parcheggiato su strade. Viene case vuote e basta è la tua risposta. Anche se poi tutto parla di te. Che te ne fa di basta come risposta. E cadiamo giù, perdo la testa. Se non saliamo più. Tu mi dici no, 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 no. Di notte non ritornerò. Frasi scritte per metà. Se vere non lo so. Anche tra i grattacieli volerò. E lasciati andare. Che il cuore ti cade. Giù è l'amore riappare. Ma in tendenze risale. Diventa virale. Vale solo se ti va di rischiare. E no che non ti voglio cambiare. Scordiamo paure come con le chiavi e il cellulare. Basta quanto ti costa, tanto ormai tutto qui parla di te. Che te ne fai ribasta come risposta. Se cadiamo giù, che cosa resta? Non lo ricordi più.